Samstag, 20.15 Uhr, Folge 19, nee, was immer, 18, gell? 19. 19 schon, Folge 19 von Until Dawn. Johannes ist wieder dran. Mike und Daniel sind bereit zum Lachen. Los oder geht's. Weinen. Ja, mal schauen. Fortsetzen. Oh, Joshua. Ah, geil, ich habe ihn schon vermisst. Den guten Dr. Hill. Naja, und wer sitzt da jetzt? Da Josh. Das dachte ich mir nämlich von Anfang an. Die ganze Zeit Josh als da aus. Ja, aber es ist doch aber so, dass der eben von so einem Wendigo in den Wald gezogen wurde. Naja, das passiert doch bei ihm augenscheinlich nur alles im Kopf. Deswegen sieht das auch nochmal anders aus. Ach so. Krass. Weißt du noch letztes Jahr? Hm? Du hast deine Schwestern sterben lassen. Oh, wie er da kauert. Er gibt sich ja übelst die Schuld dafür. Betäubt er von Alkohol. Gefahr immer näher kam. Es geht nur um dich, Josh. Immer geht alles um dich. Was? Dein Spiel, das ging fürchterlich schief. Und deine Freunde wie deine Schwestern haben dich verlassen. Bist allein. Kannst du fühlen, wie kalt deine Einsamkeit geworden ist? Warum hast du sie verletzt? Joshua, warum hast du sie verletzt? Joshua. Joshua ist doch nur die Abkürzung. Ich bin mal so dumm und sage, ich habe keinen verletzt. Aber natürlich hast du das. Naja, wenn ich schon ein Gestörter bin, dann ziehst du es auch durch, meinst du? Ach, die nackte Frau macht doch wirklich Sinn. War es nur ein Spiel oder tut's mir leid? Naja, wenn du sagst, du hast niemanden verletzt, dann war es nur ein Spiel. Die sagen, es tut dir leid. Ich verstehe aber nicht, warum der plötzlich hier ist. Das muss ja in seinen Gedanken quasi sein, oder? Weil, der ist jetzt nicht zu Dr. Hill gelaufen. Das hab ich ihm schon gesagt. Was hast du gesagt? Das war kein nicht nur einbildet und das ist deswegen auch immer noch anders aussieht. Ja. Das ist ja schon mal bei dem Bar halt, ne? Und das jetzt so in seinem Kopf. Ach, hätte er jetzt nicht noch ein bisschen länger reden können? Das hätte kostbare Spielzeit gekostet. Naja, der Rückblick ist jetzt ja auch bestimmt relativ lang. Echt? Ist was passiert? Es tut mir so leid. Ach ja, ich erinnere mich. Keine Spur von ihm. Ja, vor allem, wie gewieft dieses Vieh auch ist. Ja. Oh, die ärgert sich bestimmt mit der Kopf da angerollt. Ja. Wie gesagt, es war ja auch mal ein Mensch. Ja? Ja, den ja, ich hab das Vieh ignoriert. Der coole Typ, ey. Josh. Er muss ihn haben. Kurzer Auftritt. Vielleicht hat das Ding ihn mitgenommen in die Mine. Dann wollte der nämlich Bess und Hannah retten. Es gab einen Einsturz in den 50ern ungefähr. Also in die Hand, diese Bergleute wurden da eingeschlossen. Und ich habe das völlig falsch gedeutet. Hey, Roman ist wieder da. Das ist der Schutzraum, M. Alte. Fuck, ich kann das nicht. Du tust das Richtige. Beobachtet sie. Ich bin bald zurück. Was stimmt mit deiner Playstation? Ich kann auch sagen, ich so leise. Nicht, dass sie jetzt die Grätsche macht. Shutdown. Der Lüfter funktioniert einfach gar nicht mehr. Vielleicht ist jetzt auch das, was den Lüfter verstopft, verbrannt. Ja. Warum lachst denn du? Ich weiß, das kommt. Oh, nein. Schließ ab, Johannes. Das soll das Beste sein. Nein, damit du auch nicht wieder rauskommst. Oh, das ist auch. Wie gesagt, du hast keine Waffe mitgenommen. Nein, wir bleiben jetzt hier nicht 20 Minuten stehen und betrachten die Wände. Ach, wie dunkel das hier aus. Ist doch nicht wahr. Doch. Willst du mich verarschen? Was ist das für ein Gang? Pass auf, hier kommen bestimmt Hände. Irgendwo kommen Hände. Ja, das. Die kamen von links. Nämlich, die kamen von links. Ja, das war nämlich aus dem. Ich bleibe rechts. Aus dem Totem war das ersichtlich. Ja. Da kann, glaube ich, erstmal nichts rauskommen. Lauf! Run! Da ist Sonne! Da kommt sie! Sonne! Ey, wo sollen die denn hier rauskommen? Da ist eine fucking Mauer. Warte mal kurz. Da bist du doch, da bist du rausgekommen.
Da warst du ja schon mal. Ja, ja, ich kenne den Raum auch noch. Also soll ich zurück, meinst du? Nein, nein, nein. Du bist da aus dem, beim ersten Mal auf dem Rückweg vom Sanatorium, bist du da rausgekommen. Jetzt bist du da links wieder rein. Da warst du ja schon. Das war da, ich glaube, das ist da nicht irgendwie die Scheiße angezündet irgendwie. Kann ich mir irgendwie per Hubschrauber D-Dog abwerfen lassen? Nee. Jetzt geht diese Treppe hoch. Vor allem jetzt startet auch die PlayStation wieder durch. Ja. Sie braucht sich nur in Zwischensequenzen. Ja. Ah, jetzt kommt das epische Fenster. Oder? Ja, genau. Richtig. Sehr, sehr gut. Das ist aber auch. Ich meine, guck dir das mal an. Ich guck's mir mal an, okay? Nein. Oh, tolles Fenster. Da. Nicht in die Fresse, ich hab so Schiss. Aber du bist in solchen Stresssituationen mal viel zuverlässiger als Mike. Gar nicht. Na klar. Gar nicht. Wie, woran machst du das denn fest? Na, war's überhaupt? Ich. Was machst denn du? Da gibt's nichts. Nur Holz. Ach so. Er will doch nur Zeit schinden. Ja. Nein, überhaupt nicht. Aber was soll ich machen? Na, bei offenen Räumen. Hätte ja sein können, dass es mir auch die Möglichkeit bietet, zu gehen. Direkt zu sterben. Heilige Scheiße? Hier war mein Hund! Na, dein Hund, stimmt nicht. Nein, du weißt schon, was ich meine. Die Wölfe. Weg. Vielleicht sitzt der ja noch da vorne. Geh doch in das Büro, wenn du schon hier überall rumguckst. Da war aber schon mal drinnen. Da haben wir festgestellt, dass wir Jessicas Ausschnitt nicht gesehen haben. Ja, stimmt. Dass er alles weiß. Nein, weil ich's gespielt hab? Ja. Das verfolgt mich. Du, warum ist denn hier alles so kaputt? Das ist ja eine Zigarre. Achso, na, vielleicht wäre sie ja jetzt brauchbar gewesen. Brauchbar oder brauchbar? Jetzt braucht er erstmal eine Zigarre. Zur Beruhigung. Also, war ich kurz irritiert. Wovon? Na, weil es da draußen blau blinkt. Achso. Hier war mein Hund. Ja. Mein Wolf. Genau, geh mal hoch. Es gibt viele Wölfe des gleichen Modells. Aber dieser ist meiner. Ich glaube, das war vorher verschlossen, also irgendwie. Naja, ich glaube, ne? Dadurch, dass Johannes da das halbe Ding in die Luft gesprengt hat. Ja, hab ich. Naja, richtig. Klar. Erschütterung und so weiter und so weiter. Bist du sicher, dass du das sehen willst? Natürlich. Ich glaube, noch spoileriger kann es kaum werden. Bin doch interessiert. Hä? Naja, ja, der ist glaube ich unten verschlossen. Ja eben, ist doch klar. Jetzt muss ich schon da was drücken, um dir nicht wieder was zu brechen. Ja, ich möchte ihn zu verstauchen. Na doch nicht. Glück gehabt. So, jetzt ist links neben mir offen. Na, du kannst es nur von innen öffnen. Oh! Nimm! Ordentlich viel Muni. Ach so, ich muss mit R2 bestätigen. Ja. Irgendein Totem hat mir mal gesagt, ich soll das nicht machen. Was denn? Na, in irgendeiner Situation mit Feuer hantieren. Echt? Ja. Ach ja, richtig. Aber das sah anders aus. Muss reichen, Alter, als ob deine... Muss reichen, verdammt. Als ob seine Jacke nur eine Tasche hat. Jo. Oh Mann, greif doch nochmal zu. Ganze Kiste voll. Alter Schwede, zur Not bewirf das Vieh damit. Das kann doch nicht so schwer sein, Alter. Muss ich mit der Fackel in dem Raum? Langsam muss ich mich auch nicht mehr rechtfertigen, wenn der stirbt. Also ganz ehrlich. Er hat's verdient. Na, du schaffst das schon. Von dort bin ich gekommen, ja, richtig? Ja. Da muss ich jetzt auch nicht nochmal hin. Richtig. Eher nicht. Wo muss ich denn jetzt hin? Lauf mal nach unten links. Unten links? Also ja, die Bildschirmrichtung. Und soll ich mich auf den Sessel setzen oder was? Nein. Und warten, bis es morgens ist. Jetzt habe ich im Fernsehen geguckt. Das wäre die beste Variante überhaupt. Anzünden. Wann macht das denn im Horrorfilm mal jemand? Hier hin? Ja. Da hinten ist aber auch noch was. Ja, da musst du entscheiden. Tor 1 und Tor 2. Irgendwo ist der Zonk in Form des Wendigos. Der Wendy-Zonk. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, was für Stress ich gerade stehe. Das kaschierst du aber sehr gut. Oh, verschlossen. Mach das mit Lachen. Nee, doch nicht. Das sieht jetzt echt
Natürlich! Trocken, wer die Tür aufbohrt. Na, wenn du hier verschlossen. Auf die Hand kommt! Was? Okay. Das ist kein Händchen. Die Rache. Nimm jetzt den Weg, du hast jetzt. Alter, Mike, allein diese Aussage hat bei mir Gänsehaut hervorgerufen. Die Hand kommt. Vielleicht nur, dass du aufhörst. Na, endlich mal wieder. Das ist ein Kopfstück, oder? Ja. Ey, das ist eine Krabbe. Ein Skorpion. Das ist ein Rot gewesen. Oh. Tot. Nein, Schwarz war tot. Gefahr. Ah, Gefahr. Es könnte passieren. Es wird wahrscheinlich passieren. Das warst doch noch du, ne? Also du kannst da noch rein. Raus. Ja, muss hier raus, meinst du? Ja. Schön ins Freie, ins offene Gelände. Oh, wo mich da kann wenigstens keine Hand von links kommen. Wo mich der Predator sieht. Jo. Weil ich leuchte ja richtig schön inzwischen dieses kalten Schnees aber hier so. Aber die mögen ja kein Feuer. Ja, stimmt. Unten, aber die sehen mich, weil ich war... Alter. Hat er sie auch noch begraben? Was? Ja. Stimmt, das sind auch sechs... Das sind bestimmt die... Die sechs Wendigos, die erlebt sind. Ja. Am gleichen Tag gestorben. Ja. Da war er erfolgreich. Das ist Killing Spree. Monster-Killing. Aber ich kann nur... Killstreak. Ich kann nur drei Namen lesen. Ja, da konnte er dann seinen Radar rufen. Ach, hier geht's nicht weiter, oder was? Ja, ja, das sind nur die Grabsteine. Naja, Kreuz, Holzkreuz, nennen wir es mal so. Da musst du lernen. Möchtest du uns auch noch erzählen, wie Maggie eigentlich heißt? Nö, hab ich doch schon mal. Mike, da nicht so, dass ich es nicht schon probiert hätte, aber da geht's so. Nicht lang. Dann ich muss jetzt wirklich hier rein, ja? Ja, du musst die andere Tür legen. Da war ich schon. Das ist der Schlenker, du läufst. Ja, nur damit der Weg länger wird. Ich gucke nach oben den ganzen Tag. Ich gucke nach oben, weil ich's mag. Ich glaube, du solltest Outlast wirklich alleine spielen. Nie im Leben mache ich das. Ist zu, okay, geh mal. Nein, nein. Erstmal aufballern. Ja, mit Schrot. Das ist die beste Idee ever, aus der Entfernung mit Schrot auf diese Tür zu schießen. Siehst du? Voll gut. Weil das Schloss ist einfach weg. Jetzt hat aber nur noch eine Patrone drin. Stimmt. Ah, das ist Hundi. Fast so. Muss ich ihn erschießen? Nee. Nein, das aber jetzt haben wir so eine verrückte Sequenz. Das ist dein Buddy. Das ist ein Flashback. Ganz brav. So komplett. Boah, das sieht aber auch aus, ey. Das ist... Wie ein Wolf, ne? Guck mal, der sieht aus wie ausgestopft, wie der da vor ihm steht. Wolfdog ist das. Wolfdog. WD-Dog. Oder Duck. Doc Wolf. So einen ähnlichen habe ich in Fallout 4 auch. Buddy. Ist das nicht ein Schäferhund? Ja, ja, so ähnlich. Ja, irgendwie. Halt nun vier Beine und. Was ist denn die Doc? Ist doch auch. Ist ein Wolf. Ist auch ein Wolf. Ja. Ich will falsch, den Doc zu nennen. Ja. Eigentlich die Wolf. Du müsstest das mal weiterspielen. Die Wolf. Dann würdest du da auch einen interessanten Dialog zu hören. Oh, scheiße, Bug. Johannes. Ich komm nicht mehr raus. Das ist doch eine Tür. Ich hätte mir aus diesem Hocker ein Schild basteln können. Ey, das sind nur zwei Hände. Was du denn reparieren kannst? Oh Gott, hier können Hände rauskommen. Lauf, Buddy. Oh Gott. Ich guck bewusst nach rechts. Ja. Will das Warning Schild übersehen. Ja, ich hab's gar nicht gesehen, genau. Da steht auch No Enter. Egal. Echt? Na, man soll eigentlich auf Schilder hören. Oh, Hund angezündet. Was denn? Ja, irgendwas ist da im Busche. Ah, The Cage. Machen wir jetzt hier UFC mit dem Vieh oder was? Bare Knuckle. Hier liegen Zähne. Quatsch. Okay. Steinchen. Mach mir keine Zähne. Hoffentlich macht das richtig viel Krach. Die geht zu und die geht auf. Das muss ja so sein. Die müsste aufgehen. Ja, das musst du nicht mehr durchquetschen. Wo ist mein Hund hin? Zurückbeißt.
gesehen? Ich hab's auch drauf. Oder, Wolfi? Das, was brennen könnte. Ja, sehr gut. Wolfi. Wolfi, spinnt der? Da, schau dir deine Umgebung. Hier ist eine Bettpfanne. Bettpfanne? Na, guck doch. Ja, ich sehe sie. Ich weiß, es ist eine Spezialität. Das zu erkennen. Ich will mein Bettpfanne zu finden. Oh. Schön in den dunklen Schlund hinein. Viertelstunde ist rum. Macht nichts. Wir haben noch Zeit. Heute ist Samstag, da gibt es super länger. Maika. Ja, links oder? Oh, da ist links. Tension. Intention. Da war ich nie. Das geh ich mal. Das gab's doch nicht bei uns. Also du warst nämlich gar nicht erst in der Schule. Ich sollte dich dann nachsitzen lassen. In der Baumschule. Beobachtet die Symptome. Blässe, Hautverfärbung. Ja, das waren offensichtlich welche, die sich verwandelt haben. Ja, ja, wäre mal in die Sonne gegangen. Hätte auch kein Vitamin D-Mangel. Ein Kratzangriff. Skorbut. Die müssten tot sein. Mhm. Ungewöhnlicher Kräftezuwachs. Ja, das ist alles sehr beunruhigend. Hätte ich das jetzt noch umdrehen können? Nee. Alter, das ist ein Bett. Das hat ja wo derjenige, der hier Detention hatte, zerlettert. Musste wohl lange nachsitzen. Ja. Detention. Was ist das? So eine Scheiße. Ach, das war... Ein anderer Wolfi. Ach, der sieht aber schlimm aus. Vor allem, das sieht aus, als würde der lächeln die ganze Zeit. Ja, wer, Mike? Ja. Wie gefällt das? Oh, geil, Alter, ich bin voll der Survival. Jetzt müsste der ein Stück abreißen, so. Kann ich was machen? Nee, kann ich nicht. Also so ein Kostüm. Mach dich bereit, die Hände müssen am Controller bleiben. Ja, Kratzer. 3. Geh mal rein. Das ist ein Klo. Oh, Gott sei Dank. Was war denn hier los? Ah, hier, da ist eine Nachricht. Das ist Wahnsinn. Lasst uns raus. Wir verhungern. Wir frieren. Ich werde mich rächen. Hört auf, uns zu testen. Nach 9 Tagen ist er schon durchgedreht. Tja. Schon, ich glaube, 9 Tage können ganz schön lang sein. In so einem Kabüffchen. Ich wüsste, was Max machen würde, wenn er 9 Tage irgendwo sitzen würde. Achso, das hat. Wie ist da unten ausquaddelt? Ja. Oh, schön, da steckt die Fackel rein oder was? Nein, aber. Oh Gott. Folge dein Hühnchen. Ich sehe es ja nicht mal mehr. Er ist da hinten links um die Ecke. Sag mal, da läuft er doch. Naja, ist ganz schön flott unterwegs. Wie unterwegs ist. Er hat irgendwas gewittert, der Johannes. Der fühlt sich ja auch heimisch. Hat der Schwanz gewedelt? Habt ihr das gesehen? Ja, ja. Oh, der kam. Oh, Leute! Ich lauf. Fick dich. Da will ich ja jetzt eigentlich auch nicht hin. Du hast doch einen Hund an deiner, einen Wolf sogar an deiner Seite. Der ist bestimmt schon tot, wenn ich diesen Raum betrete. Nein, du bist noch nirgends ausgerutscht. Noch ist nichts passiert. Sterben Hunde nur, wenn man ausrutscht? Naja, Jessica ist gestorben, als du ausgerutscht bist. Ja, eben. B-Wing! Geil, der hat 3 Blaster. Die könnten mir helfen. Voll das Easter Egg. Soll ich jetzt... War es jetzt falsch, was ich gemacht habe? Ja. Weiß ich nicht. Nö. Daniel? Was denn? Daniel soll sich beeinflussen. So sehr. Da warst du noch nicht. Da waren wir schon. Nein, wie denn? Doch. Wann denn? Hä? Doch. Weiß nicht.
Da ist nämlich ein Funk. Da. Ein Filmdings. Mal. Nee, kann ja auch nicht sein, dass. Nee, das aber noch nicht. Gucken wir uns nämlich erstmal eine Reportage über die Wendigos an. N24. Ach, krass. Da ist dieses so ein Folterstühlchen, ne? Ja, ja. Ich glaube, der ist eher fixiert. Ja. Naja. Voll die gute Filmqualität. Wie er sich einfach losreißt und macht. Ah, der verarscht die voll. Ich hab Film. Wie jetzt? Ja, der ist schon zur Hälfte so. Spider-Man. Ein Was für ein kranker Scheißfilm ist das? Jetzt holt er sich die Alte. Müsste hier so. So. Wie heißen die stumpfe ja, genau. Klaviermusik ja, begleitet werden? Ja. Kann ich, achso, passiert nichts mehr. Das ist ja selber. Aber eigentlich, wenn so Dinge außer Betrieb sind, müssen doch da Leute nochmal hinkommen und dann alles richtig schließen und so. Ja, vermutlich hat es keiner mehr geschafft. Hä, denn wie weit geht denn das hier? Weit? Hä? Was, der lauft durch. Na, aber da hinten ging es auch lang. Dann entscheidet dich. Jetzt bist du einmal aber hier. Aber du solltest da lang gehen. Hier? Ja. Ach so. Also eine Zeichnung an der Wand. Hallo? Da ist das. Da, X. Jetzt. Jetzt hat es mir gerade ja nicht offeriert. Erstmal wieder durchballern, nee, doch nicht. Oh, mach's lieber nicht. Nur mach wen. Ah. Nächstens die Tür zu. So, und jetzt müsste nichts mehr in der Knarre sein. Wer ist dieser Kerl? Der ist ja mit Sicherheit eigentlich tot. Ja. Das, ja, dann, das Problem mal, ist, ja. Ich hatte selbst bei Uncharted Bedenken, ob mich dieser tote Nazi nicht vielleicht anspringt. Guck mal, der lächelt. Ja. Ist auch tiefenentspannt, der Typ. Oh, wie hübsch der ist. Das ist Abraham Lincoln. Ich glaub, irgendwo sie sterben draußen, ich höre sie kreischen und weinen. Diese Hölle ist mein einziges Vermächtnis. Gottes Strafe für meinen Fehler. Ich kann mein Schicksal nicht entrinnen. Der Tod wartet bereits auf mich. Jeffers Brake. Das ist der Typ, den sie gesucht haben auf diesen Fahndungsblättern. Nee, nein. Der hieß aber Brake. Ich glaube, das ist eher der Klinikchef. Ja, glaube ich auch. So, das war's jetzt hier, oder was? Ja. Hier, wir sind jetzt bei, ja, dann überlass doch mir den harten Teil. 23 Minuten. Kannst auch gerne in dem Raum einfach, pausieren. Gut, dann setze ich mich kurz zu Jefferson auf den Schoß. Um deine und andere Nerven zu schonen.